Liebe Kinder, jetzt gibt's dann vier Geschichten aus dem Buch, das große Buch der kleinen Hexe aus dem Oettinger Verlag. Die fünfte Geschichte kennt ihr schon, die habe ich euch letztes Jahr schon vorgelesen, weil ich die nochmal extra in einem kleinen Buch habe. Ich zeige euch mal, was da alles so passiert. Und zwar ist das Buch von Leafbeaten. Beziehungsweise der Text und die Bilder und ins Deutsche übersetzt von der Angelika Kutsch und von der Anne Tüllmann, wie gesagt aus dem Oettinger Verlag in Hamburg. Und die vier Geschichten gibt's: die neugierige kleine Hexe, die kleine Hexe hat Geburtstag, die kleine Hexe geht auf Reisen und die schlaue kleine Hexe. Und die kleine Hexe feiert Weihnachten, die verlinke ich euch im letzten, also bei dem die schlaue kleine Hexe. Und dann könnt ihr euch das anhören und anschauen vom letzten Jahr. Seid gespannt, freut euch und los geht's! Die neue Geschichte, die kleine Hexe hat Geburtstag. Seid gespannt. Also hier seht ihr schon mal die kleine Hexe auf ihrem Stuhl. Und sie scheint eine Geburtstagstorte zaubern zu wollen. Die Katze schaut zu oder hält das Buch vielleicht sogar. Hier sind noch ganz viele Bastelsachen, eine Zauberkugel. Und dann schauen wir mal, was in der Geschichte passiert. Also ihr seht ja schon mal, wie sie vom Haus weggeflogen ist. Die kleine Hexe Lisbeth hat heute Geburtstag. Zu einem richtigen Geburtstag gehört natürlich ein Kuchen. Den will sich Lisbeth zaubern. Hokus pokus, aber es klappt nicht. Dann kaufe ich mir eben einen im Dorfladen, denkt Lisbeth und fliegt los nach Hexendorf. Also das seht ihr hier, hier ist sie unterwegs, hat eine Einkaufstasche mit dabei, die Katze fliegt mit. Und hier seht ihr, wie sie schon zurückkommt. Ja, schon ein bisschen dunkel, ne? Ist ja schon Mond und Sterne da. Und da hat sie aber eine große Box in der Hand, ne? Und dann fliegt sie hier wieder in ihr Haus zurück. Und jetzt sieht er ja hier auch schon den Geburtstagskuchen, ne? Mietz, Mietz, wo bist du? Ruft Lisbeth, als sie zurückkommt. Guck mal, was für eine schöne Torte ich habe. Aber die Katze ist nirgends zu finden. Ihr habt ja auch gesehen, hier sitzt sie im Korb. Und hier, wenn man guckt, sehe ich jetzt auch keine Katze, da sehe ich nur eine Flasche. Und hier guckt sie überall, ne? Unterm Tisch. Und hier sieht er auch, hier ist die Tasche. Und hier ist ganz viel zum Essen. Und hier ist das Bild von der Katze, ne? Hier ist der Fisch. Und sie sucht. Vielleicht ist sie in Hexendorf, denkt Lisbeth. Also nimmt sie einen Besen und fliegt nochmal zurück, um die Katze zu suchen. Also ihr seht dann also nochmal unterwegs, geht nochmal in den Laden zurück, wo sie ja die Geburtstagstorte wahrscheinlich gekauft hat. Da seht ihr, da gibt es ganz tolles, leckeres Obst und Gemüse. Hier gibt es Süßigkeiten. Dann gibt es hier auch Blumen und Hexenbesen. Oder das sind die Besen von denen, die gerade einkaufen. Das weiß ich jetzt nicht. Ja, ganz viele Sachen, Brot, Kuchen, Süßigkeiten hier nochmal. Hier stehen die Öffnungszeiten und das ist Haus Nummer 1. Zuerst fliegt sie zum Dorfladen. Da gibt es viele gute Sachen, die nicht nur Hexen, sondern auch Katzen mögen. Jetzt ist sie in dem Laden praktisch drin. Ne? Da sind ja auch schon eine Katze, noch eine Katze und da sind schon mal drei Hexen. Und da habt ihr jetzt das, was man von außen nicht gesehen hat hier, was es ja alles gibt. Ganz leckere Essenssachen, ne? Da ist die Kasse, hier gibt es ganz viele Pilze und getigerte Eier. Schaut mal, da ist auch Obst und da gibt es Spinnen und Kiefer. Naja, die Hexen, die mixen ja manchmal ganz komische Zaubertränke. Und das werdet ihr ja vielleicht aus verschiedenen Geschichten kennen. Da kommt ja manchmal auch so Spinnenbein und Krötenauge und sowas rein. Aber auch das sind ja immer alles nur Geschichten. Ne? Aber schaut mal, wer da hinten in der... da rausspitzt. Ist das nicht die Katze von der Lisbeth? Schauen wir mal, ich weiß es nicht. Hallo, hier bin ich wieder, ruft Lisbeth den Hexen zu. Habt ihr meine Katze gesehen? Sie soll nach Hause kommen. Wir wollen heute Abend meinen Geburtstag feiern. Du Arme, sagt eine der Hexen. Hast du deine Katze verloren? Aber hier ist sie nicht.
Und wir haben leider gar keine Zeit, dir suchen zu helfen. Das ist gemein, ne, wenn die nicht mit suchen helfen. Ja, aber die machen ja alle was. Die tun ja irgendwie malen und ja, was auch immer. Schauen wir mal weiter. Dann ist die Katze vielleicht im Trödelladen, denkt Lisbeth. Also jetzt geht sie mit ihrem Besen zum Trödelladen. Da sieht ihr, da gibt es Schuhe, Mäntel, Hosen, Jacken, Taschen. Da steht auch wieder ein Besen. Und das ist Haus Nummer 2. Und ist das nicht Lisbeths Katze, die da oben im Regal liegt und schläft? Schauen wir mal, das steht hier zumindest. Ah, hier, guckt mal. Und hier sind auch Schuhe, die so ausschauen wie Lisbeths Katze. Und das ist noch eine Katze. Hallo, ruft Lisbeth den Hexen zu. Ich suche meine Katze. Wir wollen heute Abend meinen Geburtstag feiern. Deine Katze ist nicht hier, antwortete eine der Hexen. Und wir haben leider gar keine Zeit, dir suchen zu helfen. Die sind da fleißig mit Nähen beschäftigt. Die lackiert hier einen Zauberstab. Schaut mal, die hat hier einen Schuh an und hier ist die Socke. Ja, ganz tolle Schuhe gibt es hier und Bilder und ganz tolle Stoffe. Ja, hier gibt es ganz tolle Kleider und Schuhe. Ja, die schmeißen da gerade so ein bisschen die Sachen durch die Gegend hier. Hier gibt es Unterwäsche, eine Nähmaschine, eine Schere. Wahrscheinlich nähen die das hier selber, die Hexen, ne? Ja, dann gucken wir jetzt mal weiter, was noch passiert. Dann ist die Katze wohl im Tierladen, denkt Lisbeth. Die Katze spielt doch so gern mit den Kaninchen und der Schildkröte. Ja, jetzt haben wir hier, da sind Schlangen, Schildkröten, Fische, Geier. Das könnte ein Stinktier sein, Kröten, Igel. Nee, das ist ein Stinktier, oder? Kann ich jetzt auch nicht so gut erkennen. Nochmal ein Vogel. Geier habe ich schon gesagt. Hier sitzt die Lisbeth. Jetzt schauen wir mal, wenn sie reingeht, was da alles so ist. Oh je, guckt mal, was da alles ist. Hallo, ruft Lisbeth. Meine Katze ist weg. Ist sie vielleicht bei dir? Nein, ich habe deine Katze nicht gesehen, antwortet die Hexe. Und ich habe leider gar keine Zeit, dir suchen zu helfen. Na, hier seht ihr alles an Tieren. Schaut mal, Hühnchen, dann wieder diese Affen, eine Schildkröte. Da hat sie eine Schlange um, die Fische. Nochmal ein Affe. Was haben wir denn hier noch? Frösche, Kröten, haben wir schon gesagt. Hasen, ein Bären. Oh, schaut mal, traurig, der ist an der Kette. Seht ihr gerade nicht. Der ist hier an der Kette. Ja, das sieht man nicht so, ne? Dann haben wir hier nochmal eine Eule. So, schauen wir mal, was weiter passiert. Lisbeth hat ihre Katze immer noch nicht. Jetzt ist sie hier ganz traurig, ne? Überlegt sie. Ja, seht ihr schon eine Hexe fliegen, ne? Schauen wir mal. Wo steckt bloß meine Katze, denkt Lisbeth. Ich habe doch schon überall gesucht. Hoffentlich ist sie nicht wirklich weggelaufen. Ja, jetzt überlegt sie, ne? Jetzt hat sie sich hingesetzt hier. Ganz traurig schaut. Schaut mal, was da hinten los ist. Ganz viele Hexen fliegen hier. Und die sitzt ja ganz alleine. Lisbeth ist sehr traurig. Ohne ihre Katze schmeckt doch die Geburtstagstorte nicht. Ne? Ist auch ganz alleine dann, wenn sie Katze nicht mehr hat. Ne? Naja, jetzt seht ihr, hier fliegt sie wieder. Und Lisbeth fliegt wieder nach Hause. Ganz alleine, ohne Katze. Was die für ein tolles Haus hat. Ein Baumhaus. Ganz toll hier, ne? Ja. Aber vielleicht hat sie sich im Haus versteckt und wartet schon auf mich, denkt Lisbeth. Vielleicht. Aber ich glaube mal, die hofft es ganz, ganz tolle. Im Haus ist es mucksmäuschenstill. Alles sieht noch genauso aus wie vorher. Oder doch nicht? Fällt euch was auf? Schaut mal da drauf, was da alles los ist. Seht ihr das? Dann fangen wir mal hier an.
Hier ist eine Hexe und die hat eine Katze in der Hand. Hier ist ein Fisch. Die Geburtstagstorte. Noch eine Katze, aber das ist auch eine Lisbeth-Katze. Schaut mal, hier sitzt die Hexe mit der Schlange um den Kopf. Hier ist noch eine Hexe. Hier ist eine Hexe, die Schneiderhexe, ne? Hier steht auch eine Hexe hinter der Tür. Die haben sich versteckt und sind ganz leise, was das wohl wird. Hoch soll sie leben, hoch soll sie leben. Das ist ja eine Überraschung. Alle Hexen sind gekommen und sie haben viele Geschenke mitgebracht. Also die haben jetzt praktisch, na, wenn die Hexe hier zur Tür reinkommt, haben die sie hoch leben lassen und haben gesungen und haben sich gefreut, dass die Hexe kommt. Dann hat sie bekommen einen Hexenumhang, einen Zauberstab, ein Zauberbuch und eine Zauberkugel. Jetzt guckt genau her, ruft Lisbeth und schwingt den Zauberstab. Hokus pokus, Krallentatze, ich wünsch mir meine Liebe. Was wünscht sie sich, die Lisbeth? Was denkt ihr denn? Die sind alle ganz gespannt. Und das seht ihr in der Zauberkugel. Seht ihr das, was sie sich wünscht? Ja, ne? Ihre. Schauen wir mal, ob das stimmt. Katze! Und da hat sie sich das gewünscht und da ist es tatsächlich in Erfüllung gegangen. Schau mal. Und die ganzen Hexen feiern alle mit und die haben auch die Tiere mitgebracht. Und der Geburtstagstisch ist toll gedeckt. Ja, die Katze schleckt hier, die wird den Fisch wahrscheinlich ganz gern essen, ne? Ja, die hat hier auch was zum Trinken, die Hexe. Oh, die nascht, ne? Na, feiern sie ganz toll Geburtstag, weil jetzt die Katze auch wieder da ist. Und sie ist nicht allein an ihrem Geburtstag, das ist doch ganz toll, ne? Das macht ihr ja wahrscheinlich auch nicht, wenn ihr Geburtstag habt. Feiert ihr bestimmt auch ein bisschen, wieder mit Freunden oder mit der Familie oder mit denen, die ihr einfach gern habt, mit denen ihr feiern wollt. Ja, und dann wünsche ich euch eine schöne Nacht. Träumt schön, vielleicht träumt ihr von eurer nächsten Geburtstagsparty. Und wie gesagt, Hexen gibt es ja nicht, das ist nur eine Geschichte. Aber ich finde, es ist eine nette Geschichte und es sind schöne Bilder mit dabei. Ich wünsche euch dann bis nächste Woche alles Gute, schlaft schön. Und nächste Woche gibt es die Geschichte, die kleine Hexe geht auf Reisen. Macht's gut, eure Michaela Hirsch vom Betreuungsservice in Fürth. Tschüss.